Okay, willkommen zurück zu Little Nightmares 2. Wir müssen jetzt hier dem Sandman entkommen. Okay, im letzten Part, im letzten Stream hat uns hier schon gegriffen. Müssen wir aufpassen. Ganz vorsichtig. Sehr schön, da sind wir durchgekommen. Ganz ruhig. Der darf uns nicht mitkriegen. Ganz vorsichtig. Sehr schön, auch da sind wir durch. Okay. Haben wir es unten durchgeschafft. Jetzt sind wir aber schon in einem Bereich. Ich denke, jetzt wird es ja fast final. Da kommt schon der. Den haben wir bald als Bossgegner im Spiel. Okay, wir sind zu langsam mit dem Stuhl. Nein! Jetzt müssen wir auch noch die Latte rausreißen. Das wird doch nichts. Okay, da müssen wir ein bisschen schneller ran. Na komm, schieb den Stuhl. Zeit ist knapp bemessen. Der Slenderman kann sich teleportieren. Na komm! Gut, durch hier! Raus hier! Huh. Und hoch! Im Zugabteil. Sollten wir uns mal zwischen den Sitzen verstecken oder was ist jetzt unsere Mission? Ach du Schreck! Ja, wir sollten uns mal verstecken. Oder rennen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube rennen. Wäre die richtige Möglichkeit gewesen. Und weiter. Jetzt haben wir natürlich gar keinen Vorsprung. Wenn wir uns versteckt haben am Anfang. Aber komm, vielleicht kriegen wir es trotzdem hin. Und weiter. Und tut! Ah, verdammt. Da müssen wir nochmal springen. Ich gehe stark davon aus, dass das unser finaler Boss jetzt hier ist. Und der liebe Sinman. Vielleicht sind wir jetzt schon viel schneller als gedacht im Finale drin. Ja. Und hier müssen wir weiter springen. Und weiter. Nicht zu lange da dran hängen. Nein. Verdammt. Es bedarf noch ein wenig Übung. Müssen wir uns im Springen, im Laufen und im Wegducken noch ein bisschen üben. So, Tür öffnen. Und hindurch. Nicht lange warten. Nein. Hier hindurch. Na komm, zieh den Hebel. Er kann sich zwar teleportieren, aber... So weit.
Okay, wir sind zum ersten Mal entkommen, wie es ausschaut. Aber sind wir ihm entkommen? Okay. Da sind wir. Zug wurde gestoppt. Mono ist verletzt. Oh Schreck. Ah, das ist Schatten 6. Ah, okay, da drüben ist sie. Wir verfolgen sie. Vielleicht finden wir sie da am Ende. Okay, wo ist sie hin? Eine Treppe geht es hinauf. Ins Licht. Rauf hinauf. Was erwartet uns dort oben? Eine düstere Straße. Ein dunkler Turm. Sekunde. Sekunde. Okay, das wollte ich nur wissen. Was geschieht hier? Oh nein. Der dünne Mann, der Thin Man. Wir können uns nicht bewegen. Wir setzen unsere Boot ab. Ich kann nichts tun. Ich kann nicht abhauen. Ich kann nicht springen, nicht laufen. Was geschieht? Können wir den Zimmerman besiegen? Können wir ihn aufhalten? Können wir ihn mit unserer Macht bezwingen? Können wir ihn davon abhalten, uns zu greifen? Was geschieht hier? Irgendwas tun wir hier mit unserer Kraft. Wir scheinen den Thin Man zuzuweisen. Wir scheinen ihn irgendwie zu schwächen. Können wir ihn besiegen? Haben wir ihn besiegt? Das scheint fast so. Wir haben ihn mit unserer Kraft aufgelöst. Was geschieht hier? Wir können die Straßen der Arterien zum Flackern bringen. Wir bringen die Häuser zum Verbiegen. Wir biegen sie wieder gerade. Wo sind wir hier? Ein großes Tor. Aus dem ein rotes Licht strömt. Ich gehe noch nicht hinein. Ich schaue mich erst links und rechts um.
Oha, willkommen aus der rechten Seite wieder raus. Okay. Gehen wir hinein ins Licht. Ins rote Licht. Aber schon freischaltet die Falle. Die Fahle. Oh, und da haben wir wieder die berühmte, berüchtigte Tür. Die Tür am Ende des langen Ganges. Werden wir sie diesmal erreichen? Durch die Tür treten. Wir erreichen sie. Wo sind wir gelandet? Ein Raum voller schwebender Dinge. Es herrscht etwas wie Schwerelosigkeit, aber nicht für uns. Sondern für die Spielzeuge. Ein krummer Schrank. Ich versuche mich an dem Spielzeug festzukrallen. Hinauf und auf den Schrank. Hier hoch. Scheint nicht ganz so zu klappen. Für uns gilt die Gravität. Ja, immer noch. Wir fallen runter wie ein schwerer Kartoffelsack. Jedes Mal, wenn wir herunterfallen, stampft es auf den Boden auf. Klingt es wie jetzt wie ein Donnerwetter. Donnerfunken. Versuche mich da an den Sachen entlang zu. Vielleicht kann ich mich da irgendwie doch an den Spielzeugen festhalten. Versuche es. Es gelingt mir nicht. Von dann herunter. Durch die Tür können wir nicht durch. Die Tür schließt sich. Wir kommen zu spät. Ich habe zu viel Zeit verschwendet. Können wir durch diese Tür? Ui. Eine Treppe. Eine lange Treppe. Oben in der Schwerelosigkeit. Betreten eine weitere Tür. Sind in einem dunklen Flur. Es wird in einem kleinen, hell erleuchteten Flur. Es wird hier immer bizarrer. Der Albtraum wird immer wirrer und bizarrer. Okay. Wenn wir durch eine Tür laufen, kommen wir aus der anderen wieder raus. Kommen wir den Gang entlang. Durch keine Tür. Sondern hier hinunter. Nein, können wir nicht. Können wir hier irgendwo hinauf? Auch nicht. Können wir diese Tür hier öffnen? Die einzige verschlossene Tür. Hindurch. Gibt es eine bestimmte Reihenfolge, der wir die Türen betreten müssen? Ich bin verwirrt. Was geschieht hier?
renne durch Türen. Was finde ich auf der... Wenn ich Kerz mache, ich auf der Türstelle stehen bleibe. Die Musik wird lauter. Jetzt sehen wir gar nicht durch die Tür. Was sollen wir hier tun? Es ist mysteriös. Es gibt nur diese zwei Türen. Was geschieht? Was ist unsere Aufgabe hier? Da fehlen mir die Worte. Da habe ich keine Ahnung, was gefragt ist. Es kommt mir ziemlich obskur vor. Wir können auch durch die Tür wieder zurück. Wir bleiben gefangen in diesem Raum. Okay, Hüte können wir nicht aufsetzen. Haben wir irgendwas verkackt? Was wir hätten machen müssen dringend? Irgendwas übersehen, was es dringend wäre für den Schluss. Können wir die Tür schließen? Das ist vielleicht eine Möglichkeit. Wir schließen die Tür. Wir versuchen es zumindest. Klingt uns nicht so ganz. Aber wir können sie schließen. Wir können damit... Wir können die Tür bewegen. Aber schaffen wir es, sie zu schließen? Wer weiß. Ich bin hinter die Tür eingeschlossen. Ich versuche die Tür zu bewegen. Ich drücke dagegen. Es ist mühselig, die Tür zu schließen. Ob das der richtige Weg ist, es ist unklar. Ich hänge in diesem Raum fest. Das müsste mir von der anderen Seite tun. Ich schiebe. Ich habe keinen Plan, was zu tun ist hier. Stecke ich hinter einer Tür fest. Dann laufe ich halt wieder durch die Tür.
versuche ein paar Mal durch Türen zu laufen. Okay. Oh! Wir sind im Flur entkommen. Wir sind in einem anderen Flur. Hier haben wir zwei weitere Türen. Und ich bin zurück in dem Flur. Wir sind zweimal durch diese Tür gelaufen. Vielleicht bringt es wirklich was, die Tür zu schließen. Nachdem wir das zweite Mal durchgelaufen sind, natürlich. Dann wissen wir, durch welche Tür wir nicht laufen sollen. Wenn wir es schaffen würden. Ich sehe doch, dass es geht. Wir hatten sie schon halb geschlossen. Oder auch nicht. And error. Ich renne durch Türen. Hin und her. Ah, da sind wir wieder in dem Korridor. Diesmal rennen wir durch diese Tür. Sind in einem anderen Korridor. Scheint die richtige Tür gewesen zu sein, oder nicht? Okay, hier haben wir wieder eine Treppe. Ein weiterer Korridor. Okay, wir müssen wahrscheinlich durch diese Tür. Noch mehr Türen. Da ist noch eine andere Tür. Zwei andere Türen. Vielleicht können wir sie öffnen. Wenn wir diese Tür öffnen, öffnet sich die Tür da drüben. Faszinierend. Jetzt haben wir vier offene Türen. Ich renne einfach hindurch. Ich renne quer. Trial and error. Ich renne zurück. Ja, die richtige Lösung müssen wir ja finden. Es gilt, die Türen in richtiger Reihenfolge zu durchrennen, durchlaufen. Vielleicht können wir hören, wo die Musik herkommt. Das ist ein Tipp. Ah, scheint eine gute Idee zu sein, der Musik zu folgen. Okay, wir sind in einem Gang. Wir können eine Planke umwerfen. Wir können hier entlang. Ein dunkler verfallener Gänge hier. Lauschen der Musik. Okay.
Wir laufen durch die Tür, wo die Musik am lautesten ist. Scheint diese zu sein. Gut, dass wir die Latte umgehauen haben. Sonst könnten wir hier nicht drüber und über die Planke. Nein, hier nicht. Hier vielleicht. Das ist gut. Wir folgen immer der Musik. Hier kommt die Musik her. Hier geht's die Treppe wieder hinauf. Was ein absurdes Level hier. Das ist hier wirklich Absurdität kaum mehr zu übertreffen. Okay. Scheint die Musik herzukommen. Was mit der Tür hier hinten? Nein, das scheint wirklich die zu sein, bei der wir durch müssen. Da ist es am lautesten.